Hallo, mein Name ist Simone Kumhofer, ich bin Sport- und Ernährungswissenschaftlerin und Profi-Triathletin und darf euch heute ein bisschen was über Training und Ernährung erzählen. Gerade im Ausdauersport ist ja Ernährung ein wesentlicher Teil. Die Energiebereitstellung während dem Training, aber auch im Wettkampf sind entscheidend, wie schnell und wie gut wir ins Ziel kommen. Und deswegen habe ich mich auch in meiner sport- und ernährungswissenschaftlichen Arbeit sehr viel mit Darmgesundheit beschäftigt und entwickle dazu auch Produkte für das Institut Allergosan, berate sehr viele Athleten rund um das Thema. Und daher kann ich euch heute, glaube ich, ein paar Tipps geben, die jeder von euch im Training, aber auch im Wettkampf bedenken und anwenden kann. Eigentlich ist die Ernährung genauso wichtig wie das tagtägliche Training, um leistungsfähig zu sein. Weil wir brauchen ja Energie. Die Energie funktioniert über die Ernährung. Jetzt haben wir schon in der Basisernährung, also quasi bei unserem Frühstück, Mittagessen, Abendessen, bestimmte Dinge, die wir bedenken müssen. Aber auch im Training oder während des Trainings. Für einen Profi ist es natürlich ganz entscheidend. Das heißt, wenn man da bestimmte Kriterien in der Ernährung nicht beachtet, wird man auf Dauer wahrscheinlich nicht sein volles Leistungspotenzial ausschöpfen können. Aber auch für den ambitionierten Hobbyathleten ist Ernährung eigentlich ein wesentlicher Faktor, um langfristig leistungsfähig zu sein, um gut zu regenerieren und schlussendlich auch natürlich dauerhaft gesund zu bleiben. Der Darm ist ein extrem sensibles Organ. Wir haben im Darm natürlich über diese große Oberflächenvergrößerung eine riesengroße Fläche. Und diese Fläche ist sehr sensibel. Wir haben hier eine Zellschicht, die besteht wirklich, das Darmepithel besteht wirklich nur aus einer Zellschicht. Davor als Barrierefunktion fungiert die Darmschleimhaut. Und in der Mitte haben wir verschiedene Darmbakterien. Und genau diese drei Schichten der Barrierefunktion sind durch massive Stressbelastung, die wir im Sport haben, aber auch im Alltag, sehr, sehr sensibel und oft geschwächt. Und daher ist es auch so wichtig, dass wir uns gut um unseren Darm kümmern, in der Basisernährung darauf achten, dass wir frisch, saisonal, regional selber kochen, wenig Dinge zu uns nehmen, die haltbar gemacht sind, wenig Künstliches und auch im Training natürlich daran denken, dass wir eine gewisse Stressbelastung durch Training haben. Wir nennen das oxidativen Stress. Hier gerät das Gleichgewicht zwischen Oxidantien und Antioxidantien aus dem Gleichgewicht. Und gerade unsere Darmmikroben, also die Bakterien in unserem Darm, leiden darunter stark. Und da verändern sich viele Mechanismen, die normalerweise gut funktionieren, eher ins Negative. Daher ist Darmgesundheit gerade für Athleten im Ausdauersport ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Viele von euch haben sicher schon was vom Säure-Basen-Haushalt gehört. Wir sprechen dann immer von sauren, also von Lebensmitteln, die sauer machen oder Lebensmittel, die grundsätzlich basisch sind. Was hat es damit auf sich? Also grundsätzlich sprechen wir da über den pH-Wert. Der pH-Wert des Blutes ist damit nicht gemeint. Wir reden da eher von einer Übersäuerung systemisch und auch oft im Bindegewebe. Lebensmittel, die sauer machen, sind zum Beispiel Zucker, zu viel Kaffee, Fleisch und verarbeitende Lebensmittel. Basisch ist eigentlich das meiste Gemüse, frisches, grünes Gemüse wäre zum Beispiel sehr basisch. Und auf unsere Leistungsfähigkeit hat das einen großen Einfluss. Weil wenn wir über die Dauer immer zu viel saure Lebensmittel unter Anführungsstrichen zu uns nehmen und zusätzlich auch noch eine gewisse Belastung über die sportliche Aktivität haben, nimmt auf Dauer die Leistungsfähigkeit ab. Daher macht es durchaus Sinn, sich da auch ein bisschen Gedanken zu machen, was nehme ich zu mir, ist es eher basisch oder macht es mich eher sauer. Und natürlich habe ich auch ein paar konkrete Tipps für euch, weil gerade im ambitionierten Hobbybereich gibt es ja bestimmte Dinge, die man wirklich auch dann umsetzen möchte. Mein erster Tipp ist, dass wir einfach immer schauen, dass die Qualität unserer Ernährung, also unserer Lebensmittel, hoch ist. Es sollte regional sein, es sollte frisch sein, es sollte möglichst unbehandelt sein und wir sollten uns schon auch damit beschäftigen, woher kommen die Dinge und was esse ich überhaupt. Also, wir lassen einfach alles Verarbeitete weg und kochen selber. Das ist ein wesentlicher Tipp.
Genauso ist es aber auch mit Getränken. Wir versuchen, möglichst viel reines Wasser zu trinken. Keine Softdrinks, nicht zu viel Kaffee, nicht zu viel Tee, sondern Wasser ist eigentlich immer noch entscheidend für die Basisernährung. Im Sport ist es dann wieder oft anders. Da brauchen wir verschiedene Elektrolyte, um unsere Zellen auch wieder aufzufüllen und um uns zu rehydrieren, gerade nach der Belastung. Aber für die Basisernährung ist Wasser ganz entscheidend. Und falls euch das Thema interessiert, dann schaut auch gern bei uns auf der Website von Omnibiotik oder vom Institut Allergosan vorbei. Ihr könnt mir auch gerne mal ein E-Mail schreiben. Ich glaube, wir werden das dann auch unten einblenden, wo ihr mich erreicht. Weil Darmgesundheit ist wirklich ein wesentlicher Schritt, um fit und leistungsfähig eure Ziele zu erreichen.